Hallo, hallo, hier sind Marie-Louise und Kirsten und wir reden heute über die Kernkompetenz 6 und die heißt Hört aktiv zu und wir reden darüber, wie man die am besten in einer Performance Evaluation, also in einer Aufnahme, die man einreicht, entweder bei uns oder bei der ICF, demonstriert, so dass eben AssessorInnen das auch sehen können. Genau. Genau. Vielleicht fangen wir damit an, woran sehen wir das oder hören wir das, wenn sehen tun wir es ja meistens nicht, aber woran, wie hören wir das, dass jemand diese Kernkompetenz hört aktiv zu? Definition ist, konzentriert sich auf das, was der die Klientin sagt und nicht sagt, um ganzheitlich zu verstehen, was im Kontext der Klientensysteme kommuniziert wird, um den Selbstausdruck des der Klientin zu unterstützen. Genau. Woran hörst du das, Marie-Louise? Genau, also so das Erste, was ich so wie ich schilde mal einfach ein paar Dinge, an denen man es merken kann. Das eine ist, dass wirklich ich als Coachee wirklich die Wörter höre, die jemand verwendet, ja, und auch frage nach diesen Wörtern, was die bedeuten. Dann gibt es so einen Bereich, das ist einfach mal Dinge zusammenfassen. Also jemand fasst das zusammen und das nicht nur im Sinne eines Paraphrasierens, sondern für uns ist auch wichtig, dass wir wirklich die Worte des Klienten wirklich auch klar und deutlich erfassen. Dann gehört dazu, beispielsweise zu bemerken, dass es in der Sprache, im Tonfall eine Energieveränderung gibt. Also ganz viele Dinge, die wir, wenn wir ganz nah am Klienten dran sind, wahrnehmen und letztlich auch ein Stück weit zurückspiegeln. Das heißt, einen Raum für diese Veränderungen zu schaffen, über die wir dann im Coaching auch reden können. Und im Narrativen gibt es so einen schönen Spruch, das Gesprochene vom Sprechen retten. Also aus dem Sprechen herausretten. Ich finde, dieses Retten ist so ein bisschen Helfersyndrom, aber egal, ist das Wort gefällt mir nicht so. Aber was ich gut finde, ist, wenn mir jemand was erzählt und ich dann wirklich die Worte versuche rauszuhören, die mir für die Klientin, den Klienten wichtig erscheinen, ohne zu behaupten, dass das jetzt die wichtigen Wörter sind. Das gefällt mir immer gut. Also quasi, wenn ich dann sage, also ich höre da so eine gewisse Ambivalenz, auf der einen Seite möchtest du A, auf der anderen Seite möchtest du B. Ist das irgendwie relevant hier für unser Gespräch oder auch nicht? Und wenn dann der Klient oder die Klientin sagen, oh, ja, kann sein, dass du das hörst und mir ist völlig egal, dann sage ich, oh, okay, was denn dann? So. Oder mir scheint, das Wort Fairness ist für dich wichtig. Kann das sein? Ja, sehr wichtig. Hättest du Lust, das mal ein bisschen zu explorieren? Nee, will ich nicht. Okay, dann nicht. Also, so. Eben auch in Partnerschaft und nicht denken, nur weil ich jetzt was merke, dass das jetzt auch wichtig ist. Es kann auch sein, dass jemand so da sitzt, weil denen kalt ist und nicht, weil das irgendeine Bedeutung hat. Und ich glaube, da merken wir auch wirklich so diesen Schritt vom, ja, ich sag mal Anfänger-Coaching zum Professional, dass ich wirklich so nah am Coachee bin und nicht schon im Kopf habe die nächste Frage. Weil wenn ich schon immer drüber nachdenke, was könnte ich denn jetzt für eine Frage stellen, dann überhöre ich ganz vieles. Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dass wir ja bei einem erfahrenen Coach merken, der ist so nah dran, hört genau zu, ohne schon irgendeine Konstruktion im Kopf zu haben und damit natürlich für den Coachee ganz andere Ebenen adressieren kann. Wie du sagst jetzt gerade auch, willst du das explorieren? Hat es für dich eine Bedeutung? Wenn ja, welche? Ja, das heißt auch einen Raum zu geben, um solche Begriffe denen erstmal eine Bedeutung zu geben, weil was verstehst du unter Fairness und ich ist oftmal überhaupt nicht das Gleiche und in welchem Kontext? Und da, glaube Ja, ich, und es macht es geht einen großen Unterschied. und es geht ja, also jetzt bei der Definition, ja, steht, um ganzheitlich zu verstehen. Ich würde sagen, verstehen, verschmieren, es ist mir völlig wurscht, ob ich das jetzt verstehe oder nicht verstehe, sondern es geht darum, für die KlientInnen eine Möglichkeit zu schaffen, sich der eigenen Bedeutungen und der eigenen Bedeutungswelt
bewusst zu werden und daraus eventuell Ressourcen zu schaffen, die sie für das, was sie erreichen möchten, im Coaching nutzen können. Und ich glaube, da würde ich sagen, zum Beispiel ist ja eine Kompetenz, was zusammenfassen zu können. Und ich glaube, das Zusammenfassen hat vor allem die Wirkung für unseren Coachee beim Hören nochmal in einen Prozess von für sich reflektieren kommen. Und ich höre ganz oft dann sowas, ach, wenn ich das jetzt so höre, ja, so nach so einem Summary, dann kommt jetzt mir gerade Folgendes. Das heißt, es bietet schon den Raum, dass ich die Gedanken zusammenfasse. Und damit bin ich wieder beim Zuhören. Und natürlich auch, auf Ja. was höre ich? Also ich habe ja alle Möglichkeiten, und wenn wir einfach vom Solution Focus schauen, dann schauen wir natürlich auf Wörter, die ein Stück weit in Richtung Lösung, Veränderung, Hoffnung gehen. Ja. Also man kann als Coach sehr viel steuern, in Anführungsstrichen, oder sagen wir mal, in verschiedene Richtungen einladen. Je nachdem, auf was ich höre. So ein Beispiel, Steve DeShazer, gibt es eine Geschichte davon, da erzählt irgendwie ein junger Mann von, ja, also ich hänge da immer an der Ecke und ich verkaufe Drogen und selber nehme ich auch Drogen und bla 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 bla. Und ja, und ansonsten höre ich auch noch Musik. Und dann fragt Steve DeShazer, ah, welche Musik hörst du denn? Weil er eben am Anfang auf die Ressourcen und auf das, was eben gewünscht ist, hört und nicht unbedingt auf das, was jetzt problematisch erscheint, ja. Oder dieser ganze Themenkreis der Empathie. Je nachdem, wie ich zum Beispiel sage, kann ich auch zu anderen Gesprächsverläufen einladen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ach, ich fühle mich so überlastet und alles ist so schrecklich und ich weiß gar nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Und du dann halt in dem Moment sagst, wenn das Schwere kommt, ja, also ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Da lade ich eher zu einer weiteren Einladung ein, das Problem weiter zu beschreiben, was ja auch in Ordnung ist, aber ist die Frage, will ich das als Coach einladen? Und ich glaube, das ist so das Entscheidende des Fokuses, auf was ich höre. Und was ich natürlich da auch ein Stück weit unterstreiche, indem dass ich es anspreche, in den Raum stelle oder auch ein Stück weit überhöre. Also das heißt, der Fokus ist schon entscheidend, und wir merken schon, wenn es dem Coach gelingt, die Dinge rauszuhören, die Richtung Ressource, Richtung Ideen geht, entsteht mehr, wie wenn ich andere Dinge quasi höre und auch mehr adressiere. Und das ist natürlich ein Weil Prozess, der die Präsenz und das Hören noch mal sehr deutlich macht. und ich glaube, den Fokus aufs Negative haben Klienten und Klientinnen ganz alleine. Also ich glaube, da brauchen sie jetzt keine Hilfe, weil das haben sie schon ihrer Parkuhr, dem Friseur und allen Freunden und Freundinnen erzählt, wie es ihnen schlecht geht. Was ja auch richtig ist, da hat es ja auch seinen Platz. Nur als Coach will ich eben wirklich ganz bewusst die Aufmerksamkeit der Klientin auf das einladen, was ihnen weiterhilft. Und ich sage bewusst einladen. Ich will das jetzt nicht strategisch steuern. Wenn jemand noch nie erzählt hat von irgendeiner Geschichte, die ihn oder sie belastet, natürlich höre ich dann zu. Klar, logisch, ich bin ja ein Mensch, ja. Aber wenn es eben jetzt das 20. Mal ist, dass die Geschichte erzählt wird, dann muss ich sie nicht unbedingt noch weiter einladen. Und dann höre ich eben auch auf diese Ausnahmen, Ressourcen, auf das, was Sachen möglich macht. Und ich glaube, was wir in der PCC-Aufnahme hören, ist, dass jemand seine oder ihre Aufmerksamkeit bewusst steuern kann. Ja, und eben auch diese auf, also erstmal hat und nicht eben, wie du sagst, schon an die nächste Frage denkt. Und das andere kann sie bewusst steuern und das
Dritte ist, kann das in Partnerschaft mit den KlientInnen tun? Also nimmt nicht an, nur weil ich jetzt möchte, dass es auf Ressourcen geht, dass das KlientInnen auch wollen, ja? Ich kann es anbieten, aber wenn die dann sagen, nein, 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 ich will jetzt noch mal genau erzählen, was passiert ist, ja bitte, dann, die sind der Boss. Und dann kann ja auch so eine Frage gut sein zu sagen, okay, und wenn du mir das noch mal erzählt hast, was macht denn dann für dich den Unterschied? Ja, so dieses auch, ja, das, also auch noch mal diesen Raum zu schaffen. Ich würde gerne so auf ein Thema eingehen noch mal, was mir immer wieder auch in den Tapes auffällt und das mit Hören zu tun. Manchmal sagen Leute oder die Coaches nebenbei, es war schon mal ein bisschen besser. Und das ist so was, wo ich ganz wichtig finde, dass diese kleinen Hinweise vom Coach aufgegriffen werden. Ja, weil da sind schon manchmal Veränderungen passiert, die wirklich der Coachee, ohne dass wir danach fragen, tatsächlich äußert. Und da wachsam zu sein und zu sagen, oh, wie du sagst, wollen wir da mal hinschauen, was sich denn schon verändert hat, dass du sagst, hey, es ist vielleicht sogar schon ein bisschen besser geworden. Ja, und ja, das sind manchmal kleine Wörter und das hat mit unserem Fokus zu tun, die auch wirklich zu hören. Und die andere Sache, die mir auch noch in Aufnahmen auffällt, sind also zwei. Das einmal ist, es heißt ja, erforscht Emotionen. Und also man kann ja Emotionen auf unterschiedliche Arten und Weisen erforschen. Es gibt so ich glaube, im ontologischen Coaching sowas wie, wo fühlst du das in deinem Körper? Ja, das lädt zu einer sehr individualistischen Betrachtungsweise von Emotionen ein. Deswegen würden wir es im Lösungsfokus so jetzt nicht machen. Kann man machen, ich sage nicht, dass es schlecht ist und ich glaube auch, dass viele KlientInnen davon profitieren, aber wir machen das halt so nicht, weil es eben so ist, ich bin ich und ich habe meine Emotionen und die sind meine Emotionen, die sind in mir drin und wir sagen eher, also so eine Emotion gibt es eigentlich nicht ohne Kontext. Wenn mir jemand sagt, Kirsten, du Blödmann, dann fühle ich mich schlecht. Das hat mit dieser Situation zu tun. Wenn mir jemand sagt, Kirsten, ich hab dich lieb, dann fühle ich mich gut. Das hat mit dieser Situation zu tun. Also es gibt irgendwie für mich nicht so dieses eine Emotion an sich, fühle ich irgendwie so, ne? Also wenn ich mir den Fußzeh anramme, dann tut mir mein Fußzeh weh. Es ist nicht so, es ist nicht kontextfrei. Und deswegen würden wir im Lösungsfokus eine Emotion eher erforschen, indem wir halt sagen, okay, du sagst jetzt, du fühlst dich verzweifelt. Wie würdest du dich denn gerne anstattdessen fühlen? Ja, hoffnungsvoll. Angenommen, du bist etwas hoffnungsvoller, wer würde das dann merken? Wie würden die reagieren? Wie würdest du wieder drauf reagieren? Also wir würden die Emotion beschreiben mit ihrem Sitz im Leben, mit ihrem Kontext und eher weniger so individualistisch, also ich fühle Verzweiflung, indem ich so ein Kloß im Hals habe. Wie gesagt, kann man machen, solange die Klientinnen das gut finden und damit mit dieser Methode auch zufrieden sind, würde ich sagen, Bingo, weiter so, hilft bestimmt auch, nur eben, es ist eine andere Art und Weise, Emotionen zu sehen. Und ja, also Emotionen kann man auf unterschiedlichste Weise erforschen. Man kann auch mit Metaphern arbeiten oder man kann alles Mögliche machen. Wichtig ist nur, wenn man so merkt, okay, es kommen bestimmte Wörter, die wichtig sind und das können Metaphern sein, das können Emotionen sein, das können Ressourcen sein, das kann, ne, also was so nah an dem Menschen dran ist, dass ich das dann bemerke. Ja, ich glaube, Gibt es sonst noch Kirsten, was? bin gerade am Überlegen. Es gibt ja noch, aber das sind für mich immer so ein bisschen so Formalitäten, so wie
den Klienten, den Coachee aussprechen lassen, nicht ins Wort fallen und solche Dinge. Und für mich gehört da auch so ein bisschen wirklich so dazu, mal wappen können. Also so sich zurückzunehmen. Und ich glaube, das ist für mich wichtig, aber für mich sind tatsächlich so diese Energieveränderungen, die Wörter, die was für meinen Geschmack einfach nur mal eine andere Tiefe oder auch einen anderen Raum eröffnet, einfach nur mal wichtige Punkte oder fast wichtigere Punkte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Kirsten, aber so aussprechen lassen ist für mich ist auch wichtig, aber ich gebe zu, ich lege Wert auf eher so dieses Erfassen von anderen Dingen. Ja, also dieses Aussprechen lassen, klar, das ist so Usus im Ja. Coaching, ist aber auch so ein bisschen, finde ich, nicht so, nee, also es ist ein Kriterium für PCC. Also wenn du Ja. eine PCC-Aufnahme einreichst, Ja. sollst du deinen Klienten aussprechen. So ist es nun Okay. mal aus dem Haus. Na, Ja. so. Kulturell ist es natürlich ziemlich übergriffig, weil wenn du chinesische Aufnahmen anhörst oder italienische, oder mir hat mal ein indischer Kollege gesagt, also wenn du mich nicht unterbrichst mit und ja und so weiter, dann habe ich das Gefühl, du hörst mir gar nicht zu. Also es Ja. hat dann den gegenteiligen Effekt sogar. Aber egal, wurscht, So bei ist. einer PCC-Aufnahme zuhören, nicht unterbrechen, Pausen lassen, Ja. genau, ist wichtig. Das ist immer das Einfachste, wo man jemanden nicht bestehen lassen kann, wenn man sagt, okay, das, also, weil das halt so schön merkbar ist, ne? Und ich finde eine wichtige Fähigkeit bei Coaches, vielleicht jetzt nicht in der Aufnahme für den ICF, aber ist auch zu wissen, wann ich unterbrechen kann. Und es gibt, und da gibt es so ein paar Pappenheimer, so ein paar Gelegenheiten, die immer mal wieder vorkommen, wenn Klienten das Gefühl haben, sie müssen uns detailreich ins Bild setzen, was die Situation angeht. Dann wollen die uns ja meistens helfen. Aber wir brauchen als Coaches diese ganzen Informationen überhaupt nicht. Und da ist es dann ganz gut, wenn wir unterbrechen können und sagen, vielen Dank. Also ich merke, du erzählst mir jetzt sehr detailreich, wie die Situation ist. Und wir haben heute nur eine Stunde. Die Frage ist das jetzt so wichtig, dass ich jetzt alles verstehe? Ich höre natürlich gerne zu, aber möglicherweise könnten wir das auch abkürzen und Sie sagen mir erstmal ganz genau, was Sie hier erreichen wollen und dann gucken wir, welche Informationen da relevant sind. Sowas in der Art, ne? Oder wenn jemand sehr im Klagen ist oder im sich beschweren über andere, dass ich dann eben auch mal unterbreche und sage, naja, die anderen haben wir jetzt leider nicht hier, die werden wir heute nicht ändern. Wollen wir vielleicht nicht mal eher gucken, was Sie an dieser Situation ändern können? Natürlich, wenn Sie sich von der Seele sprechen wollen, höre ich, also so, sowohl das Angebot, na klar, ich höre zu, aber auch das Angebot, vielleicht können wir die Zeit etwas besser nutzen. Und ich höre so Aber ein würde ich nicht in wichtiges der Wort, Aufnahme gell? ein? Das würde ich auch, glaube ich, vorsichtig sein, gell? Die Gefahr Nee, im ist, wenn PCC man immer. nicht unterbricht und die Zeit ist vorbei, hat man natürlich als Coach manchmal nicht genug Gelegenheit gehabt, zu zeigen, dass man wirklich so die ganzen Kernkompetenzen zeigen kann. Und in dem Punkt, glaube ich, ist es schon ein Balanceakt. Zu sagen, auf der anderen Seite zuhören, aber auch ein Stück weit das im Auge zu behalten. Genauso, wenn man denkt, okay, jetzt nehme ich mir meine beste Freundin als Klientin für Ja. meine Aufnahme und die hilft mir dann und die ist natürlich zufälligerweise auch noch Coach und coacht sich dann die ganze Zeit Genau. selber. Genau. Alles schon gehört. Ich muss doch auch irgendwie die Möglichkeit haben, Ja. Ja. festzustellen, was du als Coach machst. Also da würde ich auch ein bisschen so vorsichtig sein. Jawohl. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Gibt es noch Ich was, glaube, was wir nee, vergessen haben? also aus meiner Sicht wären das so die wichtigen Punkte. Also alle, die zuhören, gerne subscribe and like. Wenn ihr Lust habt, wir haben zweimal im Monat auch ein deutschsprachiges Free Meetup and Exchange.
könnt ihr euch auch gerne auf solutionsacademy.com/registration anmelden. Wir freuen uns über jedes Feedback, über jeden Kommentar. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao. ciao.